Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Valheim. Schön, dass ihr wieder am Start seid. Mein zweiter Monitor ist endlich da. Ich kann wieder gucken, wie lange die Folge läuft, ohne mir irgendwie einen Timer stellen zu müssen. Das freut mich sehr. Ich habe es jetzt trotzdem erstmal so gelassen, dass ich auf den anderen schaue, weil mir das eigentlich auch ein bisschen zugesagt hat in den letzten Tagen. Ich sitze irgendwie gemütlicher, obwohl es keinen Sinn macht, aber keine Ahnung. Wir lassen es erstmal so und wenn es mir irgendwann nicht mehr gefällt, seht ihr mich wieder von der anderen Seite. Wie immer schlechtes Wetter. Ich muss ehrlich sagen, das Wetter geht mir dem Spiel manchmal echt ein bisschen auf die Nerven, weil gefühlt es ist so 60% nur Regen, Nebel, keine Ahnung, schlechtes Wetter halt. Naja, was soll's. So, wir haben in der Folge ein bisschen was zu tun und zwar bauen wir endlich mal weiter. Hey, ich freue mich sehr, mal nicht irgendwo rumrennen und um das Überleben kämpfen. Und zwar, ihr seht schon, ich zeige euch erstmal, was ich gemacht habe. Ich habe echt viel Holz gesammelt, eine ganze Menge Holz. Bis da hinten geht's, bis zu dem. Ich finde das echt geil, dass wir das so einlagern können und vor allem, wir hätten sogar noch Platz für einen zweiten Stapel dahinter. Ich habe es jetzt erstmal so gelassen, wenn man dann halt noch durchlaufen kann, obwohl wir das nicht unbedingt müssen, aber naja. Das ist erledigt, ansonsten war ich fleißig sammeln. Ohne Ende. Ich habe nämlich eine ganze Menge hergestellt. Und zwar haben wir fast eine Kiste voll, naja nicht ganz, aber eine halbe Kiste voll mit Kohle. Weil das echt nervt, wenn man irgendwas schmelzen möchte und da muss man andauernd wieder Holz sammeln. Ansonsten habe ich Möhrchen ohne Ende angepflanzt. Also wir haben hier jetzt schon 150 Stück drin, da vorne haben wir noch Samen. Und wir haben hier nochmal 100 und wir haben hier nochmal 200 und Samen haben wir, na gut, jetzt nicht mehr ganz so viel. Weil die habe ich halt verbraucht. Ist echt krass mit unserem Feld hier vorn. Wenn ich das mit Samen anpflanze, man kann die halt auch enger stellen. Ich habe mich jetzt mal ein bisschen ausprobiert. Wenn man es richtig übertreibt, schafft man es auf jeden Fall so um die 550 Samen aus einer Pure herauszukriegen. Man bekommt ja 2 bis 3 Samen pro Pflanze. Also das braucht man echt nur einmal machen und dann kann man hier in Ruhe 2-mal das Feld bepflanzen. Ansonsten habe ich so alles Mögliche einfach eingesammelt. Ich bin hier mal ein bisschen durchs Grasland rumgetigert. Ich habe so Himbeeren gesucht, ein paar Blaubeeren im dunklen Wald gefunden, Pilze und so weiter, dass wir auf jeden Fall ein bisschen Fleisch, dass wir auf jeden Fall genügend haben. So, mir ist es hier ein bisschen dunkel drin. Ja, wir brauchen das, wir wollen halt, oder ich möchte halt in Zukunft wirklich nur noch mit guten Lebensmitteln rumlaufen. Außer wir sind jetzt hier wirklich bloß mal kurz 2 Meter neben der Basis, um Holz zu sammeln oder halt hier in der Basis, um was zu bauen. Dann muss das nicht unbedingt sein, aber ansonsten wäre es schon cool, wenn wir in Zukunft immer so mit Bärenmarmelade und Würstchen und weiß der Teufel was unterwegs sind. Ich hatte ganz vergessen zu sagen, ich glaube schon vor der vorletzten Folge bin ich tatsächlich nochmal gestorben. Das war echt fies, muss ich ehrlich gestehen. So viel zum Thema, wenn man nur 2 Meter vor der Base rumläuft. Ich war hier vorne gleich und habe Holz gesammelt. Ich hatte noch die Bronzerüstung an. Ist ja klar, wir haben die ja erst letzte Folge bekommen, die Eisenrüstung. Und auf einmal kam ein Drache. Ich habe den nicht mal gesehen. Hab nur gesehen, wie es auf einmal von oben runterschießt. Also so in der Ansicht und zack, tot, du bist gestorben. Er hat uns wirklich mit einem Schlag tot gemacht. Ich hatte, ich weiß gar nicht, 50, 60 Leben, sowas in der Richtung, aber mit der Bronzerüstung hat es halt leider nicht gereicht. Ich habe uns ansonsten die Schlagwaffen noch ein bisschen hochtrainiert. Wir waren auf der Stufe 34. Ich habe mal wieder den Stein hier vorne ordentlich verprügelt, dass wir etwas stärker sind. Weil nachdem wir hier fertig sind mit Bauen, möchte ich ganz gerne mit euch zum Knochenwanst gehen. Also was heißt ganz gerne? Eigentlich ungern, aber es muss gemacht werden. So, wir müssen uns als allererstes um das Truhenproblem kümmern, weil ganz ehrlich, das platzt aus allen Nähten da hinten. Was ist denn jetzt? Ich habe doch nicht gerade erst geschlafen? Nee, ich glaube nicht. Ich habe mich nur hingesetzt zum Ausruhen. Naja. So. Und zwar müssen wir das hier wegbauen. Was war denn das? Das hieß einfach nur Basis. Nehmen wir jetzt erstmal, kriegen wir alles unter. Sieht, nee, das Holz nicht mehr. Ach, verdammt. Mal kurz, na gut, wir haben ja das andere Holz noch. Nee, wir brauchen Edelholz. Gib mir das Edelholz. Ach so, ja, und Edelholz und sowas natürlich auch. Hier ein bisschen was. Bisschen Kernholz. Und so weiter.
Ein paar Sachen habe ich auch noch aus der alten Basis mit rübergeholt, aber nicht viel. Und ich war auch Kupfer sammeln ohne Ende. Ich sag euch gleich warum. Mir ist aufgefallen, wir müssen die ganzen Portale nochmal andersrum drehen. Die leuchten in die andere Richtung. Das möchte ich so natürlich nicht. Warum ist das nicht möglich? Jetzt. So, Basis. Die drehen wir dann später mal noch um. Dass die halt hier in die Richtung leuchten, sieht natürlich ein bisschen schöner aus. Und dann noch den Fermentierer. Den müssen wir auch abbauen. Kriegen wir da alles weg. Sieht erstmal gut aus. Ich habe mir überlegt, wir könnten den erstmal mit hier oben hinbauen, weil die Fläche hier oben, die Fläche hier oben ist relativ ungenutzt. Und das könnten wir eigentlich mal früher oder später alles hier nach oben verfrachten. Weil ich möchte die komplette Seite hier auch mit Truhen machen. Dass wir hier wirklich einen... Kann ich es denn jetzt? Doch, ich kann es wieder aufnehmen. Dass wir hier wirklich eine durchgängige Fläche an Lagerraum haben. Sag mal, wenn wir das nochmal genauso voll machen wie hier drüben, dann sollte es eigentlich passen. Dann könnten wir sogar überlegen, ob wir uns auch hier wieder einen Eingang reinzimmern. So wie drüben. Da steht das Ding hier dahinter. Ach, Mist. Ja gut, dann müssten wir das früher oder später wahrscheinlich auch mal noch umbauen. Ich habe überlegt, vielleicht bauen wir das auch mit hoch. Weil irgendwie gefällt es mir noch nicht so richtig hier draußen. Mal schauen. Wir bauen jetzt erstmal Truhen ohne Ende. Mal schauen, wie weit wir kommen, die Folge. Wo sind denn die Truhen? Hier. Ich habe gesehen, es gibt ja auch noch verstärkte Kiste und es gibt persönliche Kiste. Ich denke mal, verstärkte Kiste wird nur mehr aushalten. Ich glaube fast nicht, dass da mehr Platz drin ist. Wir müssen das mal ausprobieren, wenn wir Eisen haben. Eine persönliche Kiste wird wahrscheinlich so ein Server-Ding sein, oder? Dass man da halt, dass man nur selber daran kann, wenn man jetzt mit mehreren Leuten spielt. So, eins. Zwei. Irgendwie höher als das andere, oder? Naja. Haben wir die auch... Wir haben immer so einen kleinen Millimeter Platz gelassen dazwischen, ne? Ja, das ist doch okay so. Drei. Vier. Ach, ich freue mich, dann haben wir endlich Platz. Ich möchte die Sachen jetzt auch ein bisschen spezifischer sortieren. Also, dass wirklich rote Pilze eine eigene Kiste kriegen und Fleisch eine eigene. Und dann die, das Buff-Food sozusagen auch noch eine eigene. Dass wir da echt ein bisschen mehr Platz haben. So, die schließt mit Ende dieser Linie ab. So ein kleines Stückchen guckt drüber. Ich glaube, wir sind hier ein kleines Stückchen weiter rechts gekommen, aber das ist okay. So, wie hatten wir denn das dann gemacht? Wir haben ein bisschen Platz gelassen und dann so eine kleine Halbwand reingezogen. Ungefähr so. Warum geht das nicht? Jetzt geht's. Dann ist nämlich das Platzproblem erstmal beiseite. Früher oder später werden wir wahrscheinlich noch erweitern müssen. Das ist klar. Auch die Trophäen sind komplett voll. Ich habe überlegt, wir können ja Objektständer bauen. Wo war denn das Ding? Hier Edelholz, ein Bronzenagel. Komm, wir probieren das mal. Dann können wir vielleicht ein paar Trophäen hier aufstellen. Dann kriegen die Kiste wieder leer, weil ich will nicht unbedingt zwei Kisten für Trophäen machen. Dann stelle ich mir die lieber alle hier irgendwo hin. So, und ein Bronzenagel. Ein Objektständer. Weiß nicht, wie es funktioniert. Können wir mal gucken, ob wir uns hier einfach so ein Ding hier dranhängen können. Und jetzt Gegenstand anbringen. Dann nehmen wir mal eine Trophäe. Komm, wir probieren gleich mal so einen Trollkopf. Der wird wahrscheinlich ein bisschen zu groß sein, denke ich. Ja, aber sieht schon cool aus. Ist nicht ganz mittig. Muss noch ein kleines Stück weiter links, glaube ich. Ja, das stört mich noch. Aber ist doch geil. Da begrüßt uns der Troll. Das hätten wir eher mal. Nein, was mache ich? Hä? Oh, oh. Nein, jetzt kriegen wir eine Rauchvergiftung. Mann, jetzt habe ich das komplette Ding hier abgebaut. Was ist denn los? Hatte das andersrum dran, ne? So. Dann hatten wir eigentlich auch noch so diesen dran. Bisschen tiefer. Kein Holz mehr. Gib mir das Holz, was hier gerade rausgeflogen ist. Dankeschön. So ist okay.
Und dann müssen wir nochmal Objektständer bauen. Mittig müsste es doch eigentlich da sein. Jetzt ist es zu weit links, ne? Wir haben doch hier in der Mitte so eine Linie. Immer noch zu weit links aus. Egal, wir probieren es mal. So, und Nummer 5. Nein. Jetzt kriege ich das wieder nicht ab. Ich habe den falsch rumgebaut. Macht Sinn. Leg's mir bitte wieder auf die 5. So, und jetzt hier, zack, 5. Ja, irgendwie immer noch zu weit links. Ich weiß auch nicht, warum. Machen wir später nochmal neu. Ich möchte euch jetzt nicht so lange damit ärgern. Aber ist ja prinzipiell schon mal ganz cool. Dann werden wir ein paar Trophäen los. Können wir eigentlich noch mehr von bauen. Wird es hier mal etwas gemütlicher. Wo ich nicht weiß, ob er zur Gemütlichkeit beiträgt, aber... Wir machen das mal. Wir nehmen uns ein bisschen Edelholz. Wir hauen uns ein paar Bronzenägel in den Rucksack. Und dann schnappen wir uns mal ein paar Trophäen. Was haben wir denn noch? Sowas hier, sowas. Eigentlich wäre so ein Hirschgeweih hier oben ein bisschen mehr angesagt wegen dem... Wegen dem Feuer drunter würde irgendwie besser passen, ne? Weiß nicht, wollen wir uns hier noch was hinhängen? Lasst mal probieren, wie das aussieht. Aber wenn, dann müsste es wahrscheinlich gleich sein. Dann nehmen wir hier mal 2 davon. Ja, aber ich finde, da macht der Trollkopf schon mehr, weil der ist ein bisschen größer. Das wirkt besser. Lieber die kleinen wirklich hier dran. Zack. Und nochmal 5. Ja, sieht doch cool aus, oder? Macht schon wieder ein bisschen was her. Wird noch gerne mal schauen, wie das andere Ding wirkt. Hier, das hier, was war denn das überhaupt? Uralte, vom Uralten die Trophäe. Nur die Frage, wo hängen wir die hin? Eigentlich, wenn es der Uralte ist, dann müssten wir ja eigentlich gut sehen wollen. Vielleicht hier oben ans Haupttor, Haupteingang ran. Jawohl. Sieht schon cool aus. So, lassen wir so. Weiter mit den Truhen. Edelholz wieder weg. Hat uns jetzt nicht wirklich so viel Platz verschaffen, aber wir können ja hier alles noch zukleistern damit. Was war denn das überhaupt? Schlundi. Ah. Wir brauchen noch Holz. Ich glaube, ein bisschen war noch in der Kiste. Wird natürlich nicht lange reichen. So. Wieder die Kiste. Kommen wir zu weit? Nee, das muss weiter in die Ecke rein. Jetzt haben wir uns natürlich mit dem Hirsch hier alles schön zugebaut. Ach, Holz, okay. Ja, wir machen die Kisten, die Folge fertig. Mehr werden wir wahrscheinlich leider nicht schaffen. Dann würde ich aber mal schauen... Wird dann nächste Folge entweder machen wir das hier noch zu Ende bis hinten durch und die Steinplatten oder vielleicht schaffe ich es heute auch noch das außerhalb des Videos zu machen. Dann können wir uns nächste Folge noch um andere Sachen kümmern. Mal schauen. Ah, es sieht cool aus. Ich wollte auch mal diese Drachenverzierung bauen. Gab es hier irgendwo? Das hier. Irgendwie so rechts und links noch mit dran. Keine Ahnung, wie es am besten wirkt, aber irgendwie so. Bestimmt auch noch cool aussehen. Also Inneneinrichtung und gut, das war jetzt keine Inneneinrichtung, aber generell haben wir da echt noch nicht viel getan. Da muss noch ein bisschen was passieren. Bin halt noch am Überlegen. Ich habe erst überlegt, ob wir die ganzen Kisten aus der alten Basis holen. Aber ich will die alte Basis irgendwie auch nicht aufgeben. War ja schließlich der Start der ganzen Geschichte hier. Und vielleicht bauen wir da später nochmal ein bisschen was aus, wenn wir hier fertig sind. Guckt ein kleines Stück drüber. Ja, wir sind etwas zu weit rechts gekommen, aber... Was soll's. Das passt schon. So. Ah, gut, wenn wir dann hier mal einen Eingang machen wollen, bin ich auch wieder doof. Wir machen hier keinen Eingang, machen einfach zu. Wir haben ja schließlich da einen Eingang und hier.
Dann fällt es wieder nicht so doll auf. Ich glaube, wir machen keinen Eingang. Dann brauchen wir wieder das hier. Nee, mach das mal so auf die Höhe vielleicht. Müssen dann gleich mal schauen, wie das von außen aussieht. Mit diesen Öffnungen, die wir hier haben. Wahrscheinlich müssen wir es abbauen. Ich hoffe nur, dass ich dabei nicht die ganzen Bretter hier dann einreiße. Könnte aber durchaus passieren. Na? Wir sind zumindest schon mal auf der gleichen Höhe rausgekommen. Ist schon mal ganz gut. So. Sind wir hier höher? Nö, ich glaube, das passt. Dann nochmal Truhen. Ah, kostet das viel Holz. Ach, jetzt haben wir mal schönes Wetter. Schaut euch das mal an. Ich finde das so geil mit den Baumstämmen, ganz ehrlich. Sonst standen die immer blöd in der Gegend rum und jetzt sieht das echt aus wie so ein Holzunterstand. Und wir haben so massig viel Platz. Wir sind fast fertig. Ich weiß nicht, ob ich es erzählt hatte. Es gab einen Trollangriff. Und auch da hält unsere Taktik mit Graben und allen drum und dran echt gut stand. Die standen hier vorne im Wasser, haben ab und zu mal den Zaun getroffen mit ihren großen Baumstämmen und keine Ahnung was. Aber ansonsten alles gut. Ich konnte in Ruhe hier oben drauf stehen, die mit Pfeilen abschießen. Einen habe ich erwischt, der andere hat sich dann verzogen. Und wir haben einfach komplett unsere Ruhe. Ah, warum geht denn das jetzt nicht? Muss ich höher stehen, da drauf gucken kann. War das schon, als wir die anderen gebaut haben damals? Mich irgendwie nicht dran erinnern. Aber es scheint so. Haut das jetzt ungefähr hin? Kommen wir zu weit? Nee, wir kommen viel zu weit rechts. So ist besser, würde ich sagen. Gucken gleich nochmal, aber ich glaube, die ist eigentlich schon zu weit links. So, kommen wir doch. Die steht zu nah dran. Ne, wir müssen nochmal, also so ein kleines bisschen hübsch sollte es schon sein, obwohl da unten ist es auch nicht hübsch. Passt irgendwie auch nicht so wirklich. Da habe ich mir hier drüben damals mehr Mühe gegeben. Ah ja, obwohl. Ist auch nicht so wild. Perfekt ist halt anders. Hauptsache, wir haben wieder Platz. Zack. Und zack. Und zack. Und die letzte. Passt das mit den letzten so ungefähr? Nee, hier sind wir viel zu weit links gekommen. Ist denn das schon wieder passiert? Die stehen noch gut. Ab hier wird es dann so ein bisschen hässlich. Doch etwas mehr Platz dazwischen. Gib mir das Holz. So, wie sieht's jetzt aus? Immer noch zu weit links. Brauchen noch mehr Platz dazwischen. Also zumindest am Ende hätte ich es ganz gerne, dass es etwas abschließt. Von der Höhe her. Also lassen wir noch mehr Platz. So, jetzt übertreiben wir es einfach mal. Jetzt ist es natürlich zu weit rechts. Also so ein Zwischending. Ich denke, jetzt wird es klappen. So, ja, sieht gut aus. Perfekt. Dann haben wir das. Wir müssen jetzt noch eine ganze Menge Schilder bauen. Wie sieht's denn aus? Oh, wir sind schon wieder am Folgenende angelangt. Mann, ging das fix. Gerade mal geschafft, ein paar Truhen zu bauen. Und ein bisschen blödes Zeug zu quatschen. Wo haben wir denn die Schilder? Hier. Ah, dafür brauchen wir auch Kohle. Na gut, dass ich welche hergestellt habe. Dann machen wir dann in der nächsten Folge die Schilder weiter. Wie wir uns das vorstellen. Und ja, dann gucken wir mal, dass wir uns dann zum Knochenwanst aufmachen. Wie habe ich denn das oben gemacht? Habe ich dann nochmal eine Reihe? Ja, ich habe dann nochmal eine Reihe gezogen. Okay. Na gut, dann müssen wir an der Stelle jetzt leider erstmal Schluss machen. Ah, wir können ja Freunde bleiben. Vielen Dank fürs Zuschauen. Morgen 19 Uhr geht's weiter. Bis dahin. Macht's gut.